Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Heute geht's weiter mit der Quest Verhängnisvolles Erbe. Begib dich zum Anwesen von Ranemans Familie. Liegt in dieser Richtung, 300 Meter entfernt. Ich glaube, da werden wir jetzt mal hinschauen. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende dieser Folge freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar oder auch ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, und ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, was uns die Quest hier zu bieten hat. Also, auf. Warum geht es immer weiter weg? Ist das vielleicht ein Umweg oder sowas? Na jetzt, okay. Alles klar. Müssen wir mal schauen, können wir unser Reittier hier rufen? Ah, wow, kommt da denn für einer? Geiles Ding. Stürmer. Okay, auf geht's. Oh, 140 Meter noch. Wir sind gleich am Ziel. Das muss das Anwesen von Ranamans Familie sein. Erledige die Maschinen. Was für Maschinen? Ach du Scheiße, was sind das? Ein Verwüster. Okay, dann erledigen wir den nochmal. Nehmen wir den Fall. Was, gegen was ist der? Gegen Feuer. Nehmen wir Teile weg. Wow. Okay. Mein schöner Bock. Bin angegriffen. Diese Maschine so plötzlich angegriffen haben. Wer weiß, wer weiß. Ach, die wollte ich jetzt nicht besteigen. Geh runter. Und Leute, ich muss sagen, ich habe jetzt ein neues Mikro bekommen. Das Rode Podcaster. Ich hoffe mal, dass die Aufnahmen jetzt ein bisschen besser sind. Von der Soundqualität her. Es kann aber sein, dass ich noch 1, 2, 3 Folgen eventuell noch brauche, bis es perfekt eingestellt ist. Also seht's mir nach, wenn es jetzt noch nicht 100% perfekt ist. So. Was ist das hier? Verwüsterkanonen, die brauchen wir nicht. Wir tun mal Pfeile nachcraften. Kein Platz mehr. So. Okay, wir müssen. Irgendwas habe ich hier gerade gehört. Tür aufstemmen. Hilfe! Oh, danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Okay, was ist passiert? Machen wir das mal. Was ist passiert, als die Maschinen kamen? Da waren Schreie. Ich rannte hin. Der Verwüster zerriss die Wachen förmlich. Wie Puppen. Mein Vater stieß mich in diese Kammer. Er tötete einen Wächter. Dann schoss die Verwüsterkanone. Und Stille. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber er hatte abgeschlossen. Er hat dich gerettet. Und ich werde ihm nie danken können. Wo sind die Maschinen hergekommen? Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr. Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein.
Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Okay, dann suchen wir weiter. Du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Ist gut. Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. Alles klar. Untersuche das Anwesen. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas finden. Was Brauchbares. Wahrscheinlich eher da draußen. Schauen wir doch mal raus. Eine Pflanze. Ah ne, das ist der Vater wahrscheinlich, oder? Werkstattschlüssel. Alles klar. Was der wohl aufschließt. Was wird denn der wohl aufschließen? Hier war doch eine Tür. Kann man da vielleicht rein? Jetzt? Nein. Kann man nicht rein. Hier war doch aber auch nichts mehr, oder? Da ist noch eine Tür. Nee, okay. Schauen wir mal, ob hier draußen noch irgendwo was ist. Da ist ein Karnickel. Vielleicht irgendwie hinter dem Anwesen? Schauen wir mal hinter das Anwesen. Scheint nichts zu sein. Okay, hier ist nichts. Schauen wir mal dahinter. Auch keine Spuren oder sowas. Muss ich vielleicht mit ihr nochmal reden? Wenn wir das mal probieren. Vielleicht sagt ihr uns irgendwie einen entscheidenden Hinweis. Reden. Ich muss immerzu an den Lärm denken. Die Schreie. Gehen wir noch mal mehr in die Richtung. Ah, da hinten scheint was zu sein, oder? Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ich muss da rein. Schlüssel haben wir doch. Betritt die Werkstatt. Ja. Würde ich ja gerne. Ah, hier geht's auch. Alles klar. Untersuche die Werkstatt. Vielleicht im Erdgeschoss, dass da noch was ist? Muss ja fast. Da ist eine Lady. Gehen wir mal auf die Leiter. Okay, oder nicht. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Dann schalten wir lieber aus. Nicht, dass da noch mehr Maschinen kommen. Okay, da stellt das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern. Und alle Bewohner zu töten. Sie geht von innen auf. Und was brauche ich denn, eine Werkstattschlüssel? Da war ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde?
Nein, Hanaman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Eiskalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Mir mein Erbe verweigern? Wie teilt kommt ihr denn jetzt hier auf einmal? Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Alles klar. Karma, sage ich dir nur. Karma, Baby. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Auftanken. Okay, erstes down. Stirb, Egger, komm. Grauhabicht erledigt. Da ist noch einer. Schau mal, wie die Feuerpfeile sind. Nein, trefft ihr nicht hier. Dann los. Okay, muss sagen, die sind jetzt eigentlich gar nicht so stark. Es ist geil, wenn wir unsere Maschine reparieren könnten. Die hat mir jetzt gerade so gut geholfen. Okay, rede mit Daradi. Unsere nächste Aufgabe. Ist jetzt wieder ins Haus gerannt, ja. Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Eine Belohnungskiste. Bemerkenswert. Okay. Schauen wir uns doch gleich mal an. So, wo ist die Bemerkenswerte? Tester? Gewöhnlich. Naja, besser wie nichts. Okay. Dann wollen wir noch mal weiterschauen. Quests, wo es hier weitergeht. Nebenquests. Ehre der Gefallenen. So, rede mit dem Osram-Pilger, gehe zur Spitze des Sonnensteigs, erledige die Schnappmäuler. Mir wird's ja nicht. Ja, warte mal. Nehmen wir uns noch ein bisschen Medizin mit. Jawohl.
Glaubst du, die Schnappmäuler krass werden? Die sind doch sehr, sehr stark, würde ich sagen. Ich glaube, dass der erste schon da hinten ist. Lagerfeuer, habe ich gar nicht gesehen. Okay, sehr gut. Sehr nice. Ganz ruhig. Aber überbrücken kann ich die nicht, gell? Überbrücken, glaube ich, kann ich die noch nicht. Wieder so ein komischer. Ein Pirscher, glaube ich, ist das, oder? Schauen, ob ich mich da irgendwie vorbeischleichen kann. Hier irgendwo müssten die Schnappmäuler sein, ja. Alles klar. Irgendwo eine Stelle, wo sie nicht gleich hinkommen. Vielleicht hier hoch irgendwie. Ah, hier wäre ein guter Stein zu verstecken. So, schauen wir mal, wo die sind. Da hinten. Treffe ich den von hier? Nö. Nö, das funktioniert nicht. Okay, da muss ich wirklich näher ran. Das hilft nicht. Ich würde jetzt sehen, ob ich die überbrücken kann. Das wäre natürlich nice. Das wäre nice. Okay, da ist noch einer, sind zwei gleich. Aber ich habe hier auch jetzt. Ja, hier könnte ich. Probieren wir mal den anzulocken. Nehmen wir natürlich gleich mit. Okay, es geht anscheinend nicht. Okay, komm, let's fetz. Boah. Okay, dann haben wir den ersten schon erledigt. Der zweite kommt schon. Dann schnappen wir uns da auch gleich. Tja, der müsste gleich down sein. Und runtergetickert. Boah, haben wir ihn noch erwischt.
Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es dann hier weitergeht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, gibt es nichts zu sehen. Wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da, einen Kommentar oder auch ein Like. Und ihr wisst ja, Leute, Support hilft mir ungemein. Und damit würde ich sagen, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge, euer Andi.